Das ist Malz. Malz macht man aus Gerste. Hier wird es aufbewahrt. Mehr sieht man nicht davon. Das Malz wird gereinigt. Das passiert in dieser Maschine, vollautomatisch. Dann wird es gewogen. Hier, natürlich vollautomatisch. Die Körner werden zerkleinert. Wieder vollautomatisch. Die zerkleinerten Körner werden mit Wasser gemischt. Hier drin. Das ist ein Maisspottich. Auch wieder. Dann wird das Gemisch gekocht. Hier. Der Sud wird geläutert, das heißt, er wird gefiltert. Mehr sieht man nicht, denn das geschieht in dieser Läuterpfanne. Jetzt wird der Hopfen dazu geschüttet und das Ganze nochmal gekocht. Hier drin. Und von hier aus werden alle diese Vorgänge beobachtet und gesteuert. Im Whirlpool setzen sich dann die ganzen feinen Rückstände ab. Das sieht so aus. Dann wird das Ganze gekühlt. Hier gärt die Würze, so nennt man diese Brühe jetzt, 8 bis 10 Tage. So sieht es unter dem Gärschaum aus. Hier lagert das Bier, ab hier kann man es Bier nennen, so lange, bis es reif ist. Hier wird das Bier nochmal gefiltert und dann abgefüllt. Thank you.
Na denn, Prost!